Der Weg schafft in Nürnberg, weil... Hallo, bin ich da beim THW? Ja? Ja, ich habe mal eine Frage. Könnt ihr auch Keller abpumpen? Ja, können wir. Könnt ihr auch Keller vollpumpen? Wie soll ein Keller vollpumpen? Ja, weil das ist ein Opa sein Keller und der sieht so saumäßig aus. Die Oma sagt immer, das soll man aufräumen. Und da sind wir aber der Meinung, das lohnt nicht. Da wurden lohnt sich nicht. Nee, weil da steht so viel Gerümpel rum und da hatte ich mit dem Opa die Idee, ihr kommt rum und voll. Und das Gerümpel geht dann aus mit dem Wasser, so meint ihr das? Nee, dann ist es ja ein Sicherungsschaden und dann kriegt man sogar noch Geld. Du meinst Versicherungsschaden, oder? Genau, und dann müsstet ihr mal kommen, den richtig schön vollpumpen. Mit Wasser oder so? Mit Schaum machen oder was, was brauchen wir da genau? Was ist denn besser für einen Versicherungsschaden? Naja, umso mehr, umso besser, ne? So unter uns gesagt, halt, ne? Naja, ihr dürft das ja sowieso nicht plätzen, der Sicherung, weißt du? Sonst kriegt man ja das Geld nicht. Ja, jetzt bin ich bilde, ja. Jetzt gibst du mir dann mal die Adresse oder so, dann wir mal hier mal so einen ganzen Zug rüberschicken, ein paar Autos. Ja, aber richtig vollpumpen. Ja, wir brauchen ja richtig viel Autos, dass wir viel Wasser mitbringen können. Nee, Wasser müsst ihr nicht mitbringen, weil wir haben da einen doofen Nachbarn. Ach so. Da könnt ihr den Fischteich leer pumpen. Ja, okay. Ja, und dann machen wir noch Schaumparty und dann kassiere ich Eintritt. Ey, dann machen wir sowas von Fettkohle. Und wir machen halbe, ne? Naja, ich würde dich dran beteiligen. Ja, aber hallo. Bringst du dann noch die Mädels mit? Ja, da bin ich eigentlich der Richtige dafür, ja. Weil ich kenne große Mädchen, kenne ich ja nicht. Und der Opa, der interessiert sich nur für große, ausgewachsene Mädchen. Ja, das ist dann eher das betreute Wohnen, oder? Also, was den Mädchen zugutekommt, der Opa rennt nicht mehr so schnell. Und beim Küssen nimmt er auch das Gebiss raus. Nee, ne? Doch, der hat Angst, dass er sich verschluckt. Okay, alles klar. Brauchst du die Adresse? Ja, ich möchte schauen, wo wir hin müssen eigentlich. Ja, auf geht's zum Radio hier.